Moin, hallo und herzlich willkommen, Max wieder am Start. Und ja, wir müssen heute, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt, ich muss, Kult, kann das sein, irgendwie, Witcher Mentor Ensembles Kult Part 2, ja genau, das müssen wir machen. Ich habe mir gestern Abend noch den Schlüssel gekauft, den Marktroom-Key für 26 Millionen. Ich hatte irgendwann mal drin, am Anfang für, glaube ich, 8 Millionen, dann habe ich gedacht, also 8 Millionen bezahle ich für den Schlüssel nicht. So, dann ging es immer hoch, 17 Millionen, doch, 17 Millionen bezahle ich für den Schlüssel nicht. Dann waren wir bei 20 Millionen, ja, gleiche Spiel. Oh, scheiße, nicht brauche ich. Ja, und jetzt habe ich ihn halt gekauft für 27 Millionen, Mann, ich Arschloch. Hätte ich ihn gleich mal irgendwann günstig gekauft, als er noch günstig war, im Sinne von günstig jetzt für den Schlüssel. Ja, Mann, was willst du machen? Naja, jetzt habe ich ihn jedenfalls und ich hoffe, da lohnt sich ein bisschen, dass ich die Kohle wenigstens halbwegs wieder reinkriege. Aber wenn man 80 Millionen auf dem Konto hat, da kann man das schon mal machen. Jetzt sind sie natürlich nie mehr 80 Millionen. Aber passt, ich habe den Schlüssel, ich will jetzt die Quest endlich mal fertig machen. Und dafür habe ich die Kohle ja eigentlich. Aber das ist, ja, wahrscheinlich, wie wenn ich im echten Leben Kohle hätte. Ich wüsste gar nicht, was ich damit machen sollte, groß, außer halt, wie sagt man, zu wissen, dass man finanziell abgesichert ist. Aber großartig kaufen würde ich mir jetzt auch nichts, weil ich hab ja alles, was ich brauche. Ich habe meine Bude. Ich habe mein Motorrad. Ja, vielleicht mal ein besseres Motorrad. Also ein anderes, sagen wir mal so. Es ist ja nicht schlecht. Also meine Ninja fetzt ja schon. Ist ja schon eine geile Maschine. Ein stärkeres. So eine 200 PS Maschine. Zwei Netzteile. Aber ich weiß gar nicht, ich kann es ja mit rausnehmen. Ich habe ja auch Stims mit und so, aber ich weiß gar nicht, wo ich es hin tun soll. Also Scheiß. So. Irgendwie haben die Zeiten angepasst. Also wir sind jetzt scheinbar richtig. Alter. Die richtigen Raid-Zeiten. Blöder Hund. So, meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Ich bin gerade erst aufgestanden. War wieder spät gestern mit Play. Ich habe gestern noch die Keeper Keys gekauft. Die waren wirklich relativ günstig. Mann, hallo. Und da sind wir gestern dann noch im Keeper ein- und ausmarschiert. Die Wahnsinnigen. Muss ich nämlich mitnehmen wegen der Produktion im Hideout. Die ist im vollen Gange. Für die Library brauchst du ja das Hideout Skill Level 5. Ey, es ist so krass gewesen. Ich kann mich darüber erinnern, dass sie im Patch geschrieben haben, jetzt, der gestern kam, dass sie irgendwie das Leveling verbessern haben, dass es schon nicht mehr so lange dauern soll. Aber bei mir war es halt noch nicht verbessert. Und ich habe mich echt gequält, um auf erstmal 2 zu kommen. Mittlerweile bin ich auf 3. Fehlen noch 2 Level. Dann kann ich endlich die Library bauen. So, der Marktroom-Key, ich finde den auch nie. Und Dorms 206, das ist immer der Schlüssel, den ich permanent finde. 206 irgendwie, das ist doch kacke. Den will ich nicht.
Grafikkarte bitte. Ja, was sagt's denn? Keine Grafikkarte. Was ruckelt denn das? Das ist auch so blöd irgendwie. Seit dem Batch gestern, ich kann nicht mehr ruckelfrei lokale Spiele spielen. Irgendwie. Und hier geht's noch, also. Gestern Lighthouse gespielt, es war nicht spielbar. Ich hatte Frames, so Frameraten zwischen 35 und 50. Das war nicht feierlich, das hat keinen Spaß gemacht. Bin ich direkt erstmal gar nicht mehr auf Streets gegangen. Schon wieder 206. Streets habe ich mir dann direkt verkniffen. Ich brauche TNT. Ich brauche für meine Weekly TNT Bricks. Findest du aber keine. Wenn du sie brauchst, findest du sie nicht. Dauernd dieses Zeug gefunden. Ja. Also auch 30.000, 40.000 wäre. Filter habe ich noch. Brauche ich nicht. Warte mal, da kann ich auch noch suchen. Ja. Er hat dich Einzelfeuer drin. Tatsache. Mann. Bitte zumachen, das Klo. Beim Kacken. Nein! CMS vergessen! Mann! Dann können wir das Klo auch wieder verlassen. Hast du ein CMS dabei? Eigentlich nicht, wie ich euch kenne. Ja, aber nur Plunder. Wo ist 108? Nehmen wir mit, vielleicht ist hier was drin. Kohle. Mein Taxi hat er mir finanziert. Das ist nicht schlecht. Hast du ein CMS dabei? Du hast so ein CMS-Gesicht. CMS nicht, aber Stim. Ey, Junge, die Leute gönnen sich hier. So, naja, komm, los, wir müssen los hier. Wir müssen hier weg. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch schnell klippen, aber... Es ruckelt auch mal so leicht. Das Klippen lasse ich jetzt erstmal. Das mache ich dann kurz vom Turm, vor dem Durms. So, okay, okay. Kein TNT. Da klippe ich halt jetzt. So.
Das waren früher noch Zeiten, als Scavs auch noch hier hinten rumgelaufen sind, oder? Und dann oben der Scav-Sniper saß. Den gibt's gar nicht mehr schon seit Jahren. War bestimmt zu teuer. Hat extra Gage verlangt. Gleich wird gelootet. Was? Wieso geht's hier runter? Scheiß Gegend. Da los. Na gut, dass ich mir die anderen Binden noch mitgenommen habe, gefunden habe. Oh, und Bums. Geht schon die Post ab. Junge, gezittert wie Espenlaub. Ich weiß noch nicht mal, wie Espenlaub zittert. Ich kann kaum das Wort aussprechen. Achso, nee, die brauche ich ja für. Ich wollte ja eine Granatenkiste bauen. Ich schon ein paar mitnehmen können. Naja, gut, findest du öfters mal. Müll. Oder ich kauf's einfach. Das ist aber ganz gar nicht mehr so geil.
ich erstmal drüben vom Schiff. Nicht, dass die mich ja sehen. Wenn ich meinen Kopf in eine Granatenkiste stecke, fliege ich direkt zum Mond. Oh, ah nee, oh nee, verarscht. Ich dachte, da lag ein CMS. Bitte noch. Danke. Junge, damit hast du nie gerechnet, was? Alter, ich bin ganz schön fett. Hola. Lass den Kopf nicht hängen bei einem meisten Mann. Kann auch den Besten passieren. Du bist geschwätzt. Oh, ich muss mich mal zusammenflicken.
Wieso schleppe ich eigentlich so viel Zeug mit mir rum? Ich stehe nur aus Heilung. Nur aus Heilung und Granaten. Dann mal hinein, ich bin gespannt. Oh, Alter. Nein. Nein! Oh. Eigentlich wollte ich die Tür zumachen, dann wollte ich das hinpflanzen und zum Schluss habe ich geschossen. Oh. 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 Luxus erwartet mich. Warte mal, was schmeiße ich denn jetzt weg? Oh, noch so ein Männchen. Geil. Das brauche ich nicht. Ratchet brauche ich nicht. Firesteel nicht, das nicht. Den würde ich gern mitnehmen. SMP. Naja, gucken wir mal, wie weit wir kommen. So, das schmeiße ich weg. Das nehme ich. Hier mal schnell was reinspachteln. Gold Chain brauche ich auch nicht. Das kann auch weg. Turm 108 kann weg. Das weg. Das kann auch weg. Den Löwen muss ich behalten. So. Was haben wir hier noch? Ach, die Heilung kann weg. So, na dann gucken wir mal. Skull. So, das nehme ich schon mal in der Hand. Das kommt in den Rucksack. Habe ich jetzt alles. Naja, gut, aber ich sag mal. Ich müsste hier jedes Mal 2,6 Millionen mit rausschleppen. Damit sich das rentiert. Damit sich der Kauf bezahlt macht. Gemarkert habe ich es schon. Wahrscheinlich. Gut, dann müssen wir bloß noch auf Wutz. Wie viel wiege ich? 76. Geht eigentlich, habe ich noch Platz frei zum Magazin wechseln? Nee, habe ich nicht. Ach, dann die Cola weg. Kann ich mir jederzeit aus dem Gosha anholen. Magazin. Dann habe ich drüben dieses komischen, dieses Viertelhäuschen aufgeschlossen.
Soll ich nochmal hinlaufen? Zeit haben wir noch. Ist jetzt auch nicht so der Bringer. Man fühlt die Fettheit förmlich. Spürt das Übergewicht. Oh, war ja wieder klar. Wozu hat man's? Guck mal, wie schön er regeneriert. Ein Segen der Wissenschaft. Das weg, das hin. Das weg, das weg. Das Achter kann auch weg. Ja. So. Wenn wir schon mal voll sind, dann können wir auch richtig voll sein. Das ist sogar da. Den gar nicht abgenutzt. Hätte ich noch locker bis zum bis zu Crossroads laufen können. Oder Trailerpark sogar. Naja.